Wer sind die Gläubigen, die in der siebenjährigen Drangsalzeit, in der siebenjährigen Gerichtszeit leben werden, wenn es nicht die Gemeinde Gottes ist, die Ekklesia, die Braut Christi? Die Bibel macht eindeutig klar, ich verlinke dazu ein Video, dass die Braut Christi vor der Drangsalzeit entrückt werden wird. Aber wer sind dann die Gläubigen, die da genannt werden? Nun, erstens, was ist das Ziel der Drangsalzeit? Die Drangsalzeit ist ein heilsgeschichtlicher Zeitabschnitt, nicht für die Ekklesia. Diese geht vom Pfingsten bis zur Entrückung, sondern es ist ein heilsgeschichtlicher Zeitabschnitt erstens für das Volk Israel. Denn dieses muss heilsgeschichtlich ans Ziel gebracht werden. Das heißt, es ist die geistliche Wiederherstellung des Volkes Israel. Dazu gehört die Bekehrung von Menschen aus den 12 Stämmen Israel und die Sammlung dieser Gläubigen am Ende der siebenjährigen Drangsalzeit, nachdem Christus auf die Erde gekommen sein wird. Wird er die gläubig gewordenen Menschen aus dem Volk Israel zu sich sammeln nach Jerusalem. Das ist also das erste Ziel, die geistliche Wiederherstellung. Dies geschieht durch die Gerichte hindurch. Das zweite Ziel ist in Bezug auf die ungläubige Welt, auf die Nichtjuden. Diese muss gerichtet werden, die ungläubige Welt muss gerichtet werden. Das ist das zweite Ziel. Und genau aus diesen beiden Personengruppen werden sich in der Drangsalzeit Menschen bekehren. Dazu gehören diese 144.000 Menschen aus den 12 Stämmen. Das ist natürlich eine symbolische Zahl und Offenbarung 7 ist eine Vorausschattung auf das Ende der siebenjährigen Drangsalzeit, nachdem Christus wiedergekommen sein wird, wird er diese gläubig gewordenen Menschen aus den 12 Stämmen zu sich sammeln nach Jerusalem und überführen ins tausendjährige Reich. Viele werden auch als Märtyrer sterben, aber da werden sich viele Menschen aus den 12 Stämmen bekehren und zweitens werden sich Menschen aus den Nationen, also Nichtjuden, werden sich zu Christus bekehren. Warum? Denn es wird ein neues Evangelium verkündigt werden, das Evangelium des Reiches. Dieses wird global verkündigt werden, nicht mehr das Evangelium der Gnade wie heute, sondern das Evangelium des Reiches wird von den gläubig gewordenen Juden verkündigt werden, weltweit. Und anhand dessen werden sich Menschen zu Christus bekehren. Aber nicht die Menschen, die jetzt das Evangelium hören. Diese werden keine zweite Chance bekommen, denn diese Menschen werden einer satanischen Kraft des Irrwahns verfallen. Und sie werden keine Möglichkeit haben, das Evangelium des Reiches anzunehmen. Das sind also die zwei Personengruppen, von denen in der Offenbarung die Rede ist. Zum einen Menschen aus den 12 Stämmen Israel, die sich zum Messias bekehren und auch Nichtjuden, die auch das Evangelium des Reiches annehmen werden und sich bekehren werden.